Herzlich willkommen zum heutigen Im-Talk mit Wolfgang Klapp in den Räumlichkeiten der Firma Josef Wöber Abdichtungstechnik in Wiener Neustadt. Wolfgang, am vergangenen Samstag hast du als Kapitän die Blau-Weißen zum ersten Heimsieg in dieser Saison gegen den KSV geführt. Wie bist du mit der Leistung deiner Mannschaft zufrieden gewesen? Ja, ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Vor allem die Art und Weise, wie wir gespielt haben, lässt mich sehr positiv in die Zukunft blicken. Wir haben jetzt den ersten Heimsieg eingefahren, was für uns sehr wichtig war. Vor allem für die Fans, die uns immer sehr tatkräftig unterstützen. Und ich hoffe, es geht so weiter. Du bist ein gebürtiger Obersteirer aus der Nähe von Kapfenberg. Hat dieser Sieg über den KSV vom vergangenen Samstag für dich eine besondere Bedeutung? Ja, Christoph, wie du richtig gesagt hast, komme ich aus der Obersteiermark. Spielen sehr viele Freunde von mir bei Kapfenberg. Deswegen war das Wiedersehen wieder mal sehr schön. Aber mir ist eigentlich egal, gegen wen wir die drei Punkte holen, ob das Rapid ist oder Austria oder wie gesagt jetzt der KSV 1919. Wichtig sind für uns die drei Punkte. Vor allem deswegen, weil es der direkte Konkurrent gegen den Abstieg ist. Und deswegen ist es mir egal, gegen wen wir die Punkte holen. Ihr habt am Samstag das Spiel klar dominiert, habt vor allem in der ersten Halbzeit sehr viele Torchancen herausgearbeitet. Das war ja zuletzt nicht der Fall, da war immer die ersten 45 Minuten die eher schwächere Halbzeit. Worauf ist diese Leistungssteigerung zurückzuführen? Ja, wir haben in den letzten Wochen sehr viel diskutiert, warum das bei uns der Fall war, dass wir in der ersten Halbzeit nicht immer so gespielt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren am Samstag gleich im Spiel, wir haben gleich, glaube ich, die ersten 3-4 Minuten 2 Torchancen gehabt. Wir haben den Gegner gleich vorne attackiert, das heißt, wir haben den Gegner gar nicht ins Spiel kommen lassen. So waren wir immer präsent, haben sehr viele Torchancen rausgearbeitet. Was gefehlt hat, war das Tor in der ersten Halbzeit. Nach der Pause haben wir einen kleinen Rückfall erlitten, die ersten 10 Minuten. Und dann haben wir zum Glück den Elfmeter bekommen und 1-0 geführt. Dann ist alles viel leicht gegangen, dann haben wir das zweite Tor geschossen und schlussendlich verdient gewonnen. In der vergangenen Saison hast du meist auf der linken Seite in der Verteidigung gespielt. Unter Peter Stöger bist du jetzt meist als rechter Außenverteidiger im Einsatz. Wie schwierig war diese Umstellung für dich? Ja, die Umstellung auf Linksverteidiger zum Rechtsverteidiger ist ja nicht einfach. Ich habe zum Glück schon unter dem Karl Dachsbacher beim LASK des Öfteren rechts hinten spielen müssen. Deswegen ist die Position nichts Neues für mich. Ich habe auch voriges Jahr unter Peter Schöttl einige Spiele rechts hinten gespielt, auch gut gespielt, wie ich finde, und fühle mich auch sehr wohl dort. Gegen Wacker Innsbruck besteht am Samstag die Möglichkeit, den 7. Tabellenplatz zu verteidigen. Wie schätzt du die Chancen für einen Punktegewinn am Tivoli ein? Ja, ich schätze die Mannschaft aus Innsbruck sehr gut ein. Ich glaube, sie sind bisher unter ihrem Wert geschlagen worden. Sie haben jetzt gegen die Admira mit viel Pech in den letzten 2 Minuten einen 2-1 Vorsprung in einen 3-2 Rückstand eingebüßt. Ich glaube, dass wir auswärts bis jetzt sehr gute Leistungen geboten haben und es besteht sicher die Chance, zumindest einen Punkt aus dem Tivoli mitzunehmen. Vielen Dank, Wolfgang, für das interessante Gespräch und alles Gute für das Auswärtsspiel am Samstag in Innsbruck. Danke.